Hallo, ich bin Justus Könemann. Die 40 Tage der Fastenzeit haben ihren Höhepunkt und Abschluss an Ostern. Das sind drei Festtage, nämlich Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Heute soll es um Gründonnerstag gehen, den Tag mit dem letzten Abendmahl. Dafür bin ich wieder zu der Herz-Jesu-Kirche gekommen und wieder ist es Ute Bangel, unsere Küsterin, die mir die Tür öffnet. Ute zeigt mir, dass in der Kirche hinter dem Tabernakel ein Bild von Gründonnerstag ist. Das schauen wir uns erstmal an. Siehst du, Justus, das hier ist das Bild vom letzten Abendmahl. Oh ja. Und sag mal, wo ist denn Jesus? Ja, schau mal genau hin. Da ist genau in der Mitte steht Jesus mit dem Kelch in der Hand. Ja, ich hätte es mir denken sollen. Aha, aber da gibt Jesus ja einem etwas zu essen. Ja, ist das Brot, das aber jetzt, die Schale ist gerade verdeckt. Das kann man nicht sehen. Okay, da gibt Jesus den Jüngern Brot. Justus, ja, schau mal genau hin. Hier siehst du, da ist etwas Lateinisches. Du kannst doch Latein. Kannst du das erklären? Oh ja. Da sehe ich Ho, Hoc und da sehe ich Opus. Das ist aber nicht das ganze Wort. Da ist noch ein Buchstabe von Corpus. Und Hoc, das heißt das. Und Corpus, das heißt Leib. Und ich weiß auch, was das im Lateinischen geheißen hat. Hoc est corpus meus. Und das heißt, das, was Jesus sagt, das ist mein Leib. Und als früher einige dagegen waren, dass in der katholischen Kirche alles auf Lateinisch ist, da haben die daraus gemacht Hokus Pokus und wollten zeigen, hier, die Katholiken, die spinnen doch mit dem Latein in der Messe. Und hier aber kann man es noch lesen. Hoc Corpus, das wurde auch früher, als dieses Bild gemacht wurde, in der Kirche gezeigt. Hoc est corpus meus, das ist mein Leib. Schön, dass du mich an das Lateinische erinnert hast. Ja. Ute hat mir eben Jesus beim Abendmahl gezeigt. Und essen müssen wir immer. Wenn das aber besonders festlich ist, und zu besonderen Anlässen, da ist das gar nicht nur mehr ein Essen, sondern da ist das ein Mahl. Und Jesus, der hatte nämlich bei dem Bild, das wir da eben gesehen haben, hatte der wirklich ein Festessen mit seinen Freunden. Und das Fest, was die da gefeiert haben, das war das sogenannte Pessach, wie das in Israel heißt, oder auf Griechisch Pascha. Das war ein Fest, wo Israel daran dachte, wie es von Gott befreit worden ist aus einer jahrhundertelangen Gefangenschaft in Ägypten. Das war auch schon Jahrhunderte zurück, aber Israel dachte jedes Jahr daran. Und da kam die Familie oder Freundeskreis zusammen und sie aßen. Sie aßen sehr feierlich und dachten an die Befreiung, die Gott geschenkt hat. In Israel, da gibt es immer noch ein Haus, von dem die Menschen glauben, hier ist es passiert. Hier hat Jesus sein Abendmahl gefeiert. Dieses Haus wurde in Wirklichkeit später gebaut, im Mittelalter. Und Mirjam Jeska, die mir schon Bilder aus Israel gezeigt hat, die hat mir Bilder von diesem Haus gezeigt. Und in diesem Haus gibt es einen Raum, da könnt ihr euch vorstellen, so hätte das auch im Abendmahlsaal sein können.
Aber ihr seht auf diesem Bild eine islamische Gebetsnische. Das heißt, dieses Haus und dieser Raum ist nicht nur für Christen wichtig, sondern auch für Juden und für Muslime. Alle erinnern sich in Israel an eigene Geschichten, die mit ihrer Religion zusammenhängen. Und gut, wenn sich alle darüber vertragen können. Und die Stelle, wie das im Evangelium erzählt wird, die möchte ich euch gerne mal vorlesen. An einem Tag war also das große Pessachfest. Die Jünger fragten Jesus: Wo sollen wir das Festessen vorbereiten? Jesus nannte ihnen einen Saal, wo die Jünger das Festessen vorbereiten können. Die Jünger gingen hin und bereiteten alles vor. Und etwas später berichtet der Evangelist von dem Abendmahl selbst. Am Abend setzten sich Jesus und alle Jünger zum Festessen zusammen. Da sagte Jesus: Einer von euch hilft meinen Feinden, mich zu töten. Er wird verraten, wo ich bin. Die Jünger wurden traurig und fragten: Wen meinst du? Wer ist das? Bin ich das? Jesus sagte: Es ist einer von euch, der jetzt mit mir zusammen das Festessen isst und gemütlich bei mir und bei euch sitzt. Es ist besser, wenn er das nicht tut, aber er verrät mich trotzdem. Und dann nahm Jesus das Brot. Jesus betete ein frohes, festliches Gebet. Jesus dankte Gott für das Brot und dann gab er das Brot den Jüngern. Und das haben wir ja eben auf dem Bild gesehen. Dabei sagte Jesus: Das hier ist mein Leib. Die Jünger aßen davon. Und Jesus nahm auch den Wein. Der Wein war in einem Becher. Das war ein wertvoller Becher, den man auch Kelch nennt. Jesus betete wieder ein festliches Gebet und Jesus dankte Gott für den Wein. Jesus gab den Jüngern den Wein und er sagte: Das ist mein Blut. Mein Blut wird für die vielen Menschen vergossen, weil ich für alle Menschen sterbe, damit es allen Menschen gut geht. Die Jünger tranken auch aus dem Kelch. Und Jesus sagte: Dies war der letzte Wein, den ich getrunken habe. Ich trinke erst wieder Wein, wenn ich bei Gott bin. Und dann sagte Jesus, dass sie das immer wieder tun sollen, dieses Mal halten, um sich an ihn zu erinnern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Immer vor Ostern erinnern wir uns an dieses letzte Festmahl Jesu mit seinen Freunden, am Abend, bevor er starb. Und der Tag dieser Erinnerung heißt Gründonnerstag. Seitdem feiern Christen dieses Mal immer wieder und glauben, dass Jesus dann mitten dabei ist. Das ist schon merkwürdig, was wir Christen da tun. Wie kann Jesus denn in so einem kleinen Stück Brot sein? Und auch im Wein das Blut von Jesus trinken, hört sich doch ziemlich eklig an, oder? Also, jetzt sage ich euch mal ganz ehrlich, wenn diese Sendung auch Justus will's wissen heißt, ist es für mich immer noch ein Geheimnis, wie Jesus das kann. Aber immer haben Christen fest daran geglaubt und auch gespürt, da kommt Jesus wirklich zu mir. Und das glaube ich nämlich auch. Das nennen wir übrigens in der katholischen Kirche Heilige Kommunion. Und darauf bereiten sich viele Kinder über ein halbes Jahr lang vor.
Christus, ich wollte dir noch was zeigen. Da kommt gleich der Krippenkreis und die bauen immer für zu Weihnachten die Krippe auf. Und dieses Jahr wollen wir zu Ostern auch mal eine Krippe aufbauen mit unseren Krippenfiguren. Vielleicht können wir uns da mal ein paar Szenen angucken. Jo, da komme ich mit. Anja, was ihr da mit dem Krippenkreis macht, das finde ich toll. Ich verstehe ja auch, den Jesus, den erkenne ich sofort. Und über Brot und den Kelch mit Wein, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber sag mal, was macht denn diese Schale mit dem Wasserkrug? Ja, Justus, wenn du das Evangelium bis zum Ende liest, da steht dann auch noch, dass Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und zwar als Zeichen dafür, dass er sich ganz klein macht und in den Dienst der anderen stellt. Und das ist auch die Aufgabe, die er uns und den Jüngern weitergibt, dass wir uns in den Dienst der anderen stellen. Okay. Und als Krippenkreis macht ihr das auch dadurch, dass ihr den anderen mit solchen Szenen zeigt, was man an Ostern auch wirklich sich vorstellen kann. Sag mal, bleibt denn das die einzige Szene oder was habt ihr noch vor? Eigentlich ist das schon Szene 2. Wir fangen mit dem Palmsonntag an, mit Jesu Einzug in Jerusalem. Aha. Dann ist das die Abendmahlszene. Es gibt natürlich eine Szene zum Karfreitag. Aha. Dann zur Auferstehung an Ostern und auch für die Zeit nach Ostern noch ein. Spannend. Und darf ich denn dann kommen und mir das auch angucken, wie ihr das macht? Da hoffen wir doch sehr drauf. Gerne. Schön. Klasse. Hey, und jetzt Kinder, freut euch auf Gründonnerstag.